Hallo, mein Name ist Sabrina Meyer und ich bin ausgelernte Tourismuskauffrau. Im November 2016 wurde ich zum Azubi des Nordens gekürt. Mein Chef hat mich auf diesen AGA-Ausbildungspreis aufmerksam gemacht, weil unsere Azubine vom letzten Jahr sich dort schon beworben hat und ich das Ganze sehr interessant fand. Er hat mir netterweise den Flyer zugeschickt und ich habe mir dann durchgelesen, wie die Bewerbung funktioniert und möchte euch heute gern erzählen, wie unkompliziert das Ganze eigentlich ist. Das Wichtigste ist nur, dass ihr euren Lebenslauf mit dazulegt, euer Abschlusszeugnis natürlich, ein Empfehlungsschreiben vom Betrieb und eine Bewerbung. Diese Bewerbung kann super kreativ ausfallen. Ihr könnt sie per E-Mail schicken, ihr könnt sie auf dem Postweg verschicken, ihr könnt ein kleines Video dazulegen, ihr könnt eine PowerPoint-Präsentation über euch und euer Unternehmen machen. Ihr könnt alle anderen möglichen Dinge hinzulegen. Ich persönlich habe eine kleine Fotobox mit Fotos von meinem Unternehmen und meinen Aufgaben während der Ausbildung gemacht und habe diese hinzugelegt. Ja, dann Ende des Sommers bekommt man schnell eine Nachricht, ob man Azubi des Nordens geworden ist oder leider nicht. Ich hatte die glückliche Nachricht, dass ich Azubi des Nordens geworden bin. Daraufhin kam schon sehr zeitnah ein Filmteam und hat einen schönen Film von mir und meinem Unternehmen gemacht. Im November war dann die Preisverleihung in Hamburg. Da wurde unser Film im Kino gezeigt und es war ja in Form einer Gala wurden wir dann ausgezeichnet. Das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Natürlich haben wir auch unser Preisgeld überreicht bekommen. Ich habe 1.000 Euro bekommen, die ich jetzt in eine Kreuzfahrt in der Karibik investiert habe. Und ja, ich hoffe, dass ihr die Chance nutzt, Azubi des Nordens zu werden und drücke euch ganz fest die Daumen.